Das Pariser Klimaabkommen ist so gut wie gescheitert. Schon 2023 wurde die für eigentlich 2100 gesetzte Zielmarke von 1,5 Grad Erderwärmung gestreift. Und selbst wenn wir jetzt anfangen, im großen Stil CO2 aus der Atmosphäre zu ziehen, steht fest, es wird richtig übel werden. Okay, also nicht okay, aber okay. Können wir da nicht noch irgendwas tun? Können wir nicht, I don't know, die Sonne verdunkeln? Good God. Nun, prinzipiell schon, und dafür gibt es sogar verschiedene Ansätze. Und die reichen von beunruhigend bis wahnsinnig. Wir schauen sie uns heute an, auf geht's. Die Wärme, die von den Treibhausgasen in der unteren Atmosphäre festgehalten wird, kommt von der Sonne. Genauer gesagt handelt es sich um Sonnenlicht, das von der Erdoberfläche absorbiert und als Wärmestrahlung wieder abgegeben wird. Platt gesagt, wenn die Sonne scheint, wird's warm. Krass, hätte ich nicht gedacht. Yay, Wissenschaftskommunikation. Okay, wie wäre es also mit etwas Schatten? Tatsächlich wissen wir von Vulkanausbrüchen und anderen Katastrophen, dass eine Verdunklung der Sonne um etwa 2% allein schon ausreichen würde, um die bisherige Erwärmung der Erdoberfläche komplett auszugleichen. Es würde also ein relativ kleiner Sonnenschirm reichen, um den kompletten Klimawandel aufzuhalten. Betonung liegt auf relativ. Nach einem großen Vulkanausbruch wird es dunkler und kälter auf der Erde. Das konnten wir am Beispiel des zweitstärksten Vulkanausbruchs des letzten Jahrhunderts gut beobachten. In den 2 Jahren nach dem Ausbruch des Pinatubo 1991 war die globale Durchschnittstemperatur um bis zu 0,5 Grad kühler. Aber was genau verursacht die Verdunklung nach einem Vulkanausbruch? Der Effekt kam von den vulkanischen Gasen und der Asche, die bis in die Stratosphäre geflogen sind und sich da über die ganze Erde verteilten. Dabei entstanden an den Partikeln kleine Wassertröpfchen, die das sichtbare Licht besser reflektierten als Wärmestrahlung. Das bedeutet, dass das Licht der Sonne reflektiert wird, die Wärme der Erde aber weiterhin in den Weltraum entweichen kann. Die Wolken sehen also von oben weiß aus. Die Atmosphäre und die Erdoberfläche kühlen ab. Okay, dann lösen wir doch einfach jedes Jahr so 3 bis 4 Pinatubo-Ausbrüche aus und dann ist die Erderwärmung Geschichte. Kein Ding. Nein, keine Sorge, das schlägt niemand vor. Wäre wahrscheinlich auch gar nicht machbar, aber manche Expertinnen und Experten halten es durchaus für möglich, dass wir, nach dem Beispiel der Vulkane, die Erde wenigstens ein bisschen abkühlen könnten. Zum Beispiel durch das Versprühen von Flüssigkeiten und Partikeln in der Stratosphäre. Also in etwa 13 bis 50 Kilometern Höhe. Ein häufig diskutierter Stoff dafür ist Schwefeldioxid. Das findet sich auch in den Aerosolen aus Vulkanen, bildet schweflige Partikel und die begünstigen dann, wie gesagt, die Bildung kleiner Regentropfen, die einen Kühlungseffekt haben. So wie bei den Vulkanen auch. Schon jetzt hat Schwefeldioxid einen großen Einfluss auf die globalen Temperaturen. Ein starkes Indiz dafür liefert zum Beispiel der Nordatlantik. Dort haben sich die Oberflächentemperaturen in der letzten Zeit rapide erhöht. Schuld daran ist vermutlich eine neue Verordnung, die den Schwefeloxidgehalt im Treibstoff von Schiffen um über 80% reduziert hat. Damit hat sich auch der Ausstoß von schwefligen Partikeln verringert. 2023 fand eine Studie dann, dass seit Einführung der Verordnung die Wolken in vielbefahrenen Regionen des Nordatlantik dunkler und die Regentropfen größer waren. Dadurch verschwand der Kühlungseffekt und die Temperaturen stiegen sehr schnell. Einige Expertinnen und Experten sind sogar der Meinung, dass die Kühlung durch Schwefelpartikel in den Wolken einen großen Teil der globalen Erwärmung bisher versteckt hat. Ohne die Schwefeldioxide in den Abgasen läge die globale Durchschnittstemperatur vielleicht sogar noch 0,5 Grad höher. Und das wäre ultra viel. Aber der Vorschlag ist nicht, Schwefeldioxid als Abgas in Bodennähe auszustoßen. Wenn wir es in der Stratosphäre versprühen, kann es wenigstens schon mal unserer Gesundheit nicht direkt schaden. Allerdings würde es immer noch zum sauren Regen beitragen, das haben wir ja schon in diesem Video hier mal erklärt. Außerdem fand diese Studie heraus, dass bei einem gezielten Einsatz von Schwefelaerosolen in der Stratosphäre das Loch in der Ozonschicht über der Antarktis wieder größer werden könnte. Was schlecht ist, falls das jemand noch nicht mitbekommen haben sollte. Gleichzeitig würde in tieferen Luftschichten wieder mehr Ozon entstehen, das wiederum unserer Gesundheit schadet. Und dann wird der verwendete Schwefel ja auch noch aus fossilen Brennstoffen oder durch energieintensives Erhitzen aus schwefelhaltigen Erzen gewonnen. Trotz all der negativen Punkte will ein kleines Startup in den USA Fakten schaffen. Sie haben sich Wetterballons von Amazon gekauft, füllen diese mit Schwefeldioxid und lassen sie in ca. 20 Kilometern Höhe platzen, um dort Wolken zu erzeugen. Das ist 10 Kilometer höher als die Flugzeuge fliegen und in den USA gibt es
noch keine Gesetze, die diese Art von Geoengineering verbieten. Bisher arbeitet die Firma zwar noch nicht in großem Stil, man kann aber schon mal Cooling Credits kaufen. Okay, das Erzeugen von Wolken in der Atmosphäre ist also nicht ungefährlich. Wie wäre es also, wenn wir noch ein bisschen höher ansetzen? Außerhalb unserer Atmosphäre, im Weltraum. Das Prinzip ist hier viel einfacher als beim Erzeugen der Wolken in der Atmosphäre. Durch die Platzierung von Objekten zwischen der Erde und der Sonne soll das Sonnenlicht einfach geblockt oder abgelenkt werden, bevor es die Erde erreicht. Also viel mehr so wie bei den Simpsons. Good God. Dabei gibt es eine Reihe unterschiedlicher Ideen. Zum Beispiel könnten es Reflektoren sein oder Scheiben oder Spiegel auf großen Satelliten. Oder auch ganze Schwärme kleiner Sonden. Die Vorteile hier sind klar. Sonden und Satelliten können von der Erde aus gesteuert werden oder sogar vollautomatisch ihre Position korrigieren. Man könnte sie also notfalls auch einfach dimmen oder davontreiben lassen. Einmal in der Atmosphäre freigesetzte Chemikalien, wie zum Beispiel Schwefeldioxid, wird man dagegen nicht so schnell wieder los, wenn sie unvorhergesehene negative Auswirkungen haben. Gleichzeitig muss man Satelliten im Optimalfall nur einmal einrichten. Aerosole müsste man dagegen immer wieder neu versprühen. Die verschiedenen Ideen unterscheiden sich aber nicht nur in der Art des Sonnenschirms, sondern auch darin, wo der Sonnenschirm installiert werden soll. Sollte man ihn in einer niedrigen Erdumlaufbahn um die Erde flitzen lassen, so wie die ISS? Oder sollte er in einer geosynchronen Umlaufbahn sein, sodass er sich immer an derselben Stelle über der Erdoberfläche befindet? All diese erdnahen Vorschläge haben einen wichtigen Nachteil. Sie erzeugen einen Schlagschatten, der über die Erde wandert, was alle möglichen Folgen für das lokale Wetter und die Tiere und Pflanzen haben könnte. Und Astronomen, die das Weltall beobachten wollen, fänden das vielleicht auch nicht so super. Kann man das Ganze also diffuser und großflächiger machen, sodass die ganze Erde einfach ein ganz kleines bisschen weniger Licht abbekommt? Ja, das kann man. Nämlich, indem man den Sonnenschirm weiter von der Erde wegplatziert. Und zwar genau da, wo die Schwerkraft der Sonne und die Schwerkraft der Erde sich gegenseitig aufheben. Und das ist der Lagrange-Punkt 1. Was die Lagrange-Punkte sind und wofür man sie noch nutzen kann, das haben wir schon mal in diesem Video hier besprochen. In einem Forschungsartikel von 2012 schlugen die Autoren vor, 800.000 superleichte Sonden am Lagrange-Punkt 1 zu platzieren. Sie sollen über eine Region von über 1 Million Quadratkilometern das Licht der Sonne mithilfe von Folien ablenken, sodass es an der Erde vorbeigeht. Die Folien würden gleichzeitig wie Lichtsegel funktionieren, sodass die Sonden Kurskorrekturen durchführen können. Das wäre am Lagrange-Punkt 1 auch notwendig, weil er nicht 100% stabil ist. Die Autoren der Studie wollen damit die Lichteinstrahlung der Erde um 2% senken. Genug, um die bisherige Erderwärmung komplett rückgängig zu machen. Kostenpunkt? Zumindest beim Erscheinen des Artikels, entspannte 6 Billiarden Dollar. Komische Zahl, die keinem was sagt, deswegen haben wir das mal umgerechnet in eine bessere Einheit. Das sind ungefähr 30.303 Elon Musks. Ein weiterer Grund, warum es eine schlechte Idee wäre, die Sonne zu verdunkeln, ist, dass wir weniger Energie mit Photovoltaik erzeugen würden. Und das wäre furchtbar schade, denn ihr könnt jetzt zum Energieerzeuger werden und selber auf einem Balkon mit einem Balkonkraftwerk saubere Energie erzeugen und gleichzeitig Geld sparen. Zum Beispiel mit dem Anker Solix Solarbank Dual System. Das ist ziemlich cool, weil ihr bekommt da nicht nur alles Nötige in einem System und es ist mit Plug and Play sehr schnell installiert, sondern ihr bekommt auch eine Solarbank, also quasi eine Powerbank, die tagsüber die Energie speichert und dann abends abgibt an euren Haushalt, wo ihr ihn wirklich braucht. Bei Anker kann man sich verschiedene Pakete zusammenstellen, sodass für jede Balkon- oder Dachterrassengröße was Passendes dabei ist. Zum Beispiel das Paket hier mit 4 Paneelen und 2x1,6 Kilowattstunden Solarbanks. Damit kann man im Jahr bis zu 1800 Kilowattstunden speichern und damit bis zu 569 Euro an Stromkosten sparen. Die Solarbank hat dabei 15 Jahre Lebensdauer bzw. 6000 Ladezyklen, davon sind 10 Jahre garantiert und das liegt daran, dass es eine fortschrittliche LFP-Batterie ist, die unter anderem auch kein Kobalt verwendet. Die Installation von so einem Balkonkraftwerk klingt vielleicht im ersten Moment super kompliziert, ist aber sehr easy, das dauert maximal 2 Stunden und ist eigentlich alles Plug and Play und in der nächsten Werbung werde ich euch zeigen, wie man das Ganze installiert und wenn man das dann gemacht hat, bekommt man auch noch eine App, mit der man alles steuern kann.
Wenn ihr mal auf den ersten Link unten in der Videobeschreibung klickt, dann könnt ihr euch die ganze Produktpalette von Anker angucken. Da ist wie gesagt für jede Balkongröße, für jede Dachterrasse, für jeden Garten etwas Passendes dabei. Produziert jetzt auch einen eigenen Strom mit einem grünen Balkonkraftwerk und vor allem mit einer Solarbank, denn damit könnt ihr den ganzen Tag und jeden Tag sinnvoll Strom erzeugen. Die hohen Kosten für Forschung, Entwicklung, Bau und Einsatz sind überhaupt mit die größten Hürden für weltraumbasiertes Geoengineering. Ein Einsatz in der näheren Zukunft wird einhellig als unplausibel betrachtet. Folien mit einer Fläche wie der Staat von Texas finden ihren Weg halt auch nicht von alleine zum Lagrange-Punkt 1. Und einige der benötigten Technologien gibt es einfach noch gar nicht. Selbst die optimistischsten Befürworter von Weltraum-Geoengineering beschränken sich noch auf das Sammeln von Forschungsgeldern. Alle Methoden, die die Sonneneinstrahlung verändern, maskieren natürlich den Treibhauseffekt. Sie vermeiden keine Treibhausgase und holen sie auch nicht aus der Atmosphäre wieder heraus. Auswirkungen wie die Versauerung der Ozeane, die direkt auf die hohen CO2-Konzentrationen zurückgehen, werden auf diese Weise nicht bekämpft. Und das könnte sich verheerend auf die Fisch- und Meeresfrüchtebestände und damit am Ende auf uns auswirken. Es ist auch gefährlich, den Planeten zu kühlen, während die Treibhausgasanteile in der Atmosphäre weiter steigen. Denn wenn aus irgendeinem Grund die Kühlung ausfallen sollte, dann würde die Temperatur richtig schnell hochschnellen. Wie eine zusammengedrückte Feder, die man plötzlich loslässt. Auf keinen Fall kommen die Methoden deshalb als Ersatz für das Beenden der CO2-Emissionen und das Entziehen von CO2 aus der Atmosphäre in Frage. Aber sie könnten uns notfalls vielleicht ein wenig Zeit erkaufen. Der IPCC-Bericht behandelt Geoengineering als Möglichkeit zur Verlangsamung der globalen Erwärmung kaum. Und er gibt auch keine klare Empfehlung für oder gegen das Management der Sonneneinstrahlung ab. Dafür spielen zu viele verschiedene Aspekte eine Rolle. Wann wird's gemacht? Wie wird's gemacht? Wie viel wird gemacht? Die bisherigen Simulationen rangieren jedenfalls zwischen total schlecht bis total super. Vor allem aber muss man auch die politische Komponente bedenken. Denn wer das Geoengineering kontrolliert, hat Macht. Und je nach Technologie könnte es als Waffe im Krieg eingesetzt werden. Man stelle sich mal vor, jemand könnte die Niederschläge und Temperaturen gezielt so einsetzen, dass ein bestimmtes Land schwere Ernte einbußen und das Volk eine Hungersnot erleidet. Das wäre auf jeden Fall inakzeptabel. Wie heißt es so schön? With great power comes great responsibility. Deswegen führt kein Weg daran vorbei, CO2-Emissionen zu senken und auch CO2-Removal-Maßnahmen einzuführen, die das CO2 wieder aus unserer Atmosphäre rausziehen. Wie immer, danke fürs Zuschauen und bleibt neugierig. Euer Cedric.